Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallihallo Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir Massibus fertig gemacht, den hiesigen Lokalmatador, der war ein absoluter Lauch, obwohl er Muskeln hatte. Und hinter uns steht der Unsägliche. Ihr seht ihn gerade nicht, aber er steht da. Er sagte, wir sollen uns in der Mitte des Raums umgucken. Da die Folge beim letzten Mal schon recht lang war, zumindest bei mir war sie schon weit über eine Stunde, wollte ich dann schon mal Feierabend machen, dass wir uns den Bosskampf einfach heute gönnen. Und bevor wir uns den Bosskampf gönnen, können wir uns noch eben kurz die Einträge gönnen, die wir uns beim letzten Mal noch geholt haben. Den Akteur, den lesen wir gleich, nachdem wir den hinter uns fertig gemacht haben. Ich muss jetzt nur die drei Kameraden suchen, die wir hier letztes Mal geholt haben. Da sind unsere Zappi-Kameraden. Der Pfropfkopf. Diese Monster jagen im Rudel nach Beute. Wenn sie schließlich zuschlagen, verschlingen sie ihre Opfer gierig mit samt Haut, Haaren und Knochen. Also sie lassen nichts übrig. Ich finde es immer noch lustig, wie die rumdancen. Und das Blutkäppchen von im Grund auf verdorbene Fieslinge, die sich auf Gift und Schlafattacken spezialisiert haben und sich am Unbehagen ihrer Opfer ergötzen. So, wie gesagt, den Akteur, den können wir uns gleich noch gönnen, den Eintrag, wenn wir den da fertig gemacht haben. Ich packe mich mal aus dem Bild und wir gehen jetzt in die Mitte des Raums. You should never turn your back on the enemy, you fool! Man sollte dich nicht den Unsäglichen, sondern den Feigling nennen. Ich habe übrigens nach der letzten Folge noch die MP von allen aufgefüllt. Ja, dieser Puslas, der ist wesentlich mächtiger als dieser Massimus, definitiv. Ich gebe dir einfach instant so eine chemische Keule mit. So, dann mal durchgucken. Gegen was bist du denn schwach? Magst du Licht? Das steht da unten normal. Ja, gegen Schwupp bist du immun. Dunkelheit? Gegen Dunkelheit ist er schwach. Wasser hat eine richtig mächtige Abwehr gegen. Ich mache abscheulicher Atem. Das kann manchmal auch hier Edge auslösen. So. Bumm? Ja, zumindest die Primaten mögen Bumm nicht. Gegen Feuer ist er gut gewappnet. Gegen Eis ist er nicht gewappnet. Ist auch schon mal schön zu wissen. Feuer mag er. So, und wie steht's mit Elektro? Elektro mögen alle drei nicht. Ja gut, dann mache ich jetzt einmal so. Kai darf sich einmal heilen. Und danach die Runde dürfen sie eigenständig handeln. Ich glaube an mein Team mal. Die schaffen das schon. Daneben. Die chemische Keule ist immer mächtig. Oh, ein Crit auch noch. Ich glaube nicht, dass die Pelzprimaten lange dastehen werden. Puslas ist eine andere Geschichte. Aber im Ernst, das ist einfach so ein immenser Feigling. Warte, gegen die Betäubung mache ich was. So, der hat jetzt ein Wundermittel bekommen und ich habe auch mal hier was Mächtiges in Auftrag gegeben.
Wieso bist du jetzt betäubt? Okay, ihm darf ich auch noch mal ein Wundermittel geben. Diese furchtbare Faust war nicht mal ansatzweise so krass, wie ich sie mir vorgestellt habe. So, macht mal. Ich glaube, den Rest schaffen sie auch allein. Den Angriff bei den Bossen zu senken ist so wertvoll. Okay, er ist RIP. Oh, hat gute Erfahrung gegeben. Ich habe noch mal ein paar Begabungspunkte. No. Maybe the fool was me. Now you'll be able to scout the local monsters more easily. Just be careful, okay? They're not as sweet as this place might suggest. Sorry. Pun not intended. Look at that thing! It's making an awful mess. Seems the big fella broke it when he crash-landed. Shame to let it all go to waste. Anyone feeling peckish? Well, this is much better than Pruslas's reward, wouldn't you say? Ja, definitiv. Ein paar Donuts, die verschmäht man doch nicht. Na gut, aber hier auf dem Rang sind wir dann, glaube ich, auch fertig, ne? Ich würde jetzt noch versuchen, dass wir hier vielleicht noch ein paar von den Viechern anwerben, dass wir gucken, dass wir alle mitnehmen. Dann müssen wir ja nur noch zum Kreis des Wankelmuts auf die obere Ebene, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber erst behalte ich meine Kameraden. So, jetzt erstmal durchgucken, wie viele Viecher fehlen uns hier denn überhaupt? Also hier nochmal gibt es offenbar auch den Flüssigmetallschleim. Ich habe gelernt, den ungeheuerlichen Atem mögen die gar nicht. Da kriegen die richtig viel Damage. Also uns fehlt 1, 2, 3. Die Metallschlamme zähle ich mal nicht mit, weil die kriege ich eh nicht angeworben. Oh, uns fehlen nur 3 Monster hier. Ja, da werden wir doch schnell fündig. Das hier ist das hiesige große Vieh. Ah ne, 5. 4. Den Hasen, in dem bin ich offscreen einmal aus Versehen reingelaufen. Als ich den Weg nochmal wieder hochgelaufen bin, bin ich aus Versehen in den reingelatscht. So, hier ist jetzt direkt ein Ei. Das können wir uns auch gönnen. Vielleicht ist da ja auch ein neues Monster drin. Ich glaube, viele von denen kann man auch nur durch die Eier bekommen. Das ist ein normales Vieh. Ich habe gesehen, man kann ein normales Ei haben, ein silbernes und ein goldenes. Und in den silbernen und goldenen, da waren immer so Rang B-Monster sogar drin. Wo sind denn überhaupt die Stellen, wo ich hier der Jahreszeit was machen kann? Da oben links ist 1, 2, da oben in der Ecke ist noch 1 und unten rechts in der Ecke. Aber ich glaube, das ist aber alles nicht erreichbar, oder? Die Hörnchen sind größer geworden. Haben ja auch die restliche Ebene noch nicht zu Ende erkundet. Ach, einfach nur, damit ich hier rüberkomme, oder wie? Ist ja nett. Na gut, das Ding wird mich wahrscheinlich nur dahin zurückbringen.
Nebenbei bei dem Hasen, ich bin einfach direkt aus dem Kampf geflüchtet. Also, ich habe nicht gesehen, was der kann. Okay, beim Anfang ist jetzt bei der Jahreszeit eine Sache und dort ist eine und hier direkt vor uns. Wir müssen dann bei den Jahreszeiten auch aufpassen, dass wir alles mitnehmen. So, wo komme ich denn da hoch? Ist das ein Metallkönigsschleim? Ich wurde von hinten angegriffen und jetzt ist der Metallkönigsschleim weg. Der hätte so extrem viel Erfahrung wahrscheinlich gegeben. Ich weiß ja mittlerweile, mit welchen Angriffen ich den Schaden machen kann. Ey, das ist jetzt so deprimierend. Jetzt habe ich den gesehen und dann war der Insta weg. Das ist wahrscheinlich die 58 gewesen. Okay, ein viel weniger, was wir anwerben können. Ich weiß, dass ich den nicht angeworben kriege. Leute, man bräuchte Rang S-Viecher, um allein schon den Metallschleim anzuwerben. Oh, diesmal habe ich das Timing hier hinten bekommen. So, wo komme ich hier hoch? Da. Sehr schön, wenn der Königsschleim nochmal da unten stehen könnte. Ich würde es zumindest gern versuchen. Okay, er steht da. Ich versuche den jetzt zu dodgen. Und von hinten in den rein. Bitte bemerk uns nicht. Ich versuche eine chemische Keule. Bitte haut nicht ab. Okay, der eine ist geblieben. Ich könnte versuchen, ihn anzuwerben, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ich habe ihm auch mal ein bisschen gegeben. Aber er will nicht. Oh, das muss jetzt Erfahrung regnen. Das muss richtig Erfahrung regnen. 32.000. Alter, seht ihr die Level-Ups? Alle sind gerade um mindestens 6 Level gestiegen. Naja, 5. Alter, ich habe Level 51. Junge, das war gerade ein übelster XP-Boost. Ich kann jetzt den hier machen. Alter, das hat sich ja richtig gelohnt. Wie geil einfach. Okay, wenn ich grinden will, ich komme hier einfach hin, hab irgendwie mit abscheulichen Atem und versuche, das Vieh einfach schnell hinzurichten. Alter, der Metallkönigschleim, der gibt so viel XP. Es ist aber auch so extrem schwer, Metallschleime anzuwerben. Das weiß ich noch aus den vorherigen Teilen. Es ist ein absoluter Albtraum, die anzuwerben. Zum einen, weil die halt immer und immer wieder mal gerne flüchten. Das allein macht es schon schwer. Und dann kommt noch der zusätzliche Faktor, dass die so einen extrem hohen Abwehrwert haben, dass du so gut wie gar keinen Prozent rausholst. Selbst wenn du deren Abwehr und deinen Angriff steigerst, / senkst. Du machst denen so wenig Schaden, dass du halt Rang S-Viecher brauchst, um überhaupt Prozente rauszuholen. Vor allem beim Metallkönigsschleim. Aber wenn du so ein Vieh hast, es gibt sogar noch heftigere Versionen. Es gibt noch den Gold-Metallkönigsschleim und sogar noch so einen Kristallkönigsschleim. Die gab es zumindest im vorherigen. Die konnte man aber nicht finden, die konnte man nur zusammenbasteln. Die waren so utterly broken, was die Abwehr angeht. Wenn du einen davon hattest, du konntest mit denen in Alleingang jeden Boss fertig machen. So, ich glaube, Karte erkunden haben wir jetzt fertig. Ich gehe jetzt hier hinten einmal hochklettern, wo ich klettern kann. An der Stelle kann ich klettern. An manchen Stellen kommt man halt nur zu bestimmten Jahreszeiten. Ich glaube, der gibt dem hier gerade ein Konzert. Ich will euch nicht stören. Macht ihr euer Konzert.
Ah, okay, ich muss ihn stören. So. Erst jetzt kann ich hier über den Donut klettern an die Kiste. So, und ganz unten. Warum habe ich dort keinen... Ah, doch, ich habe einen Reisepunkt. Wollte mich schon beschweren. Viel zum Anwerben haben wir halt trotzdem dann nicht. Mit dem Imitator versuche ich es nicht auf Biegen und Brechen. Den versuche ich einfach Oskin irgendwann zu holen. Weil das kann Ewigkeiten dauern, bis ich den angeworben habe. Und das ist sogar noch eine Untertreibung. Weil diese Kisten anzuwerben ist halt auch absolut räudig. Also die Fresskiste geht mittlerweile, aber... Der Imitator, der hat halt so um die 500 Leben. Ungefähr. Und ihn so gut zu prügeln, dass man gut Prozente macht, aber ihn nicht auszusehen umzubringen, ist zum einen schon schwer. Und der hat auch generell viel Abwehr, wodurch man wenig Prozente kriegt. Hallo Ungebongo, ich wäre in die Kiste da. Es gibt hier keine Fresskästen, nur Imitatoren. Ja gut, ne? Wie gesagt, die vier brauchen wir gar nicht versuchen, das kriegen wir nicht hin. Also jetzt geht's nur um die 246 und die 57. Ja, ihr seht's ja, wenn ich die mal gefunden habe, bis dahin mache ich einfach einen Cut. Beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo wir hier die Jahreszeiten ausnutzen können. So, wo können wir denn den Herbst ausnutzen? Direkt hinter uns. Ich meine, so am Anfang, da haben wir das schon einmal abgeholt. Hilfe. Ich hab Verfolger. Wenn ich das richtig sehe, sind es aber auch nur drei Stellen, wo wir den Herbst nutzen können. Okay, dann mal hier hoch. Sprung verkackt. Ich sehe eine Kiste. Eine saftig leckere Kiste. Mit Bestienbissen. Mit einem einzigen. Das bringt mir gar nichts. Jo, Leute, ein Viecher habe ich noch nicht gefunden, aber es ist jetzt schon mal... Winter und wir können hier jetzt noch über den See einmal rüber rennen. Dann können wir uns hier die Kiste endlich gönnen. Ich sagte, wir gönnen uns die Kiste und fertig. Spiel hatte das offenbar nicht gehört. So, und von der anderen Seite aus müssten wir auch noch hochkommen können. Ab irgendeinem Punkt nervt das, wenn die Viecher einfach nur wirklich komplett im Weg stehen. Dann nervt es einfach nur. So, dann suche ich jetzt weiter die zwei Viecher. Leute, ich bin zum Turm vom Rosenhügel hier wieder zurückgereist, weil ich habe die Viecher nicht gefunden und ich wollte jetzt nicht hier Ewigkeiten Zeit damit verschwenden, die zu finden. Ich gucke, dass ich die eventuell ausgehend finde. Und dass wir jetzt zum... letzten oberen Rang gehen. Wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten. Tatsächlich, Wiege des Unheils habe ich gar nicht gesehen, dass dort auch ist. Ich würde dann sagen, nehmen wir einfach die Wiege des Unheils als nächstes. Die sollte nicht besonders groß sein. Aber dort das Vieh wird wahrscheinlich mächtig. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir das hier machen. Dort sollten auch nicht so viele Viecher rumrennen. Na gut, wir sehen uns draußen, ne? Rose, is this the place where you said Estark awoke? Yes, and it was his awakening that connected the Cradle of Corruption to Mammon Mine in our world.
So that's how the hero managed to find Estark and defeat it before it recovered its full powers. There's something else. The Affinity of the Trinity believe that Estark is actually three gods in one. Three gods? But there's only one Estark here. What are they talking about? Unless this means we've got more than one to deal with in there. Okay, wir haben hier höchstwahrscheinlich wirklich mehr als einen Gegner vor uns. Ich glaube aber, dass hier nicht sonderlich viele neue Gegner sind. Also den da können wir uns direkt eigentlich gönnen. Unartige. Die sind erst 10? Ich gebe den einen schon mal ein bisschen. Was zum dran rumknabbern. Dem, der gerade gestorben ist. Ist nur noch einer übrig. Ich würde sagen, einfach direkt versuchen. Krieg ich auch nochmal ein Steak. Ich weiß, dass der Beste ein bisschen steht, aber das ist eindeutig ein Steak. Ah, hat geklappt. Ich taufe dich, Arti. Wilde Natur. Ah, okay. So, wir können uns seinen Eintrag gönnen und auch eigentlich direkt von den beiden Akteuren noch. Der Unartige. Diese mysteriösen, menschenähnlichen Monster tragen die Felle exotischer blauer Tiger. Aber vielleicht handelt es sich auch nur um Abartiger, die ihre Pelze zur Abwechslung blau gefärbt haben. Letzteres. So, und die Akteure können wir uns ja auch noch durchlesen. Na, guck mal, sind sogar in der Reihenfolge bisher. Maximus. Dieses Monster ist in seine eigenen Muskeln vernarrt und liebt darüber hinaus nur zwei Dinge, Süßigkeiten und Eiweiß. Er arbeitet an einem Muskeltanz, mit dem er die ganze Welt dazu motivieren möchte, Gewichte zu stemmen. Nein, bitte nicht. Und Pruslas, der Unsägliche, der einst den Kreis der Schwägerei verwüstete. Einer von Gonzos Vorfahren wanderte ihn in eine Statue, um ihn unschädlich zu machen. So krass war der jetzt aber auch nicht. Ich gehe mal in die Richtung hoch. Hier gibt es auch kein Wetter. Ist die einzige Ebene, also der einzige Kreis, wo es keine Wettereinflüsse gibt, ne? Nicht ein einziges Mal. Es gibt Fresskisten. Bist du eine Fresskiste? Ja. Aber die Fresskiste kam nicht dazu, mich anzugreifen. Also, ha. Ich gucke jetzt noch auf der anderen Seite. Was da oben ist. Ja, du hüpfst wieder nach vorn. Das hat dein Vorgänger auch schon gemacht. Eine Mini-Medaille. So, und tatsächlich würde ich sagen, ich stelle mich da unten einmal hin. Und dass wir hier für heute schon Schluss machen. Ich denke mal, der Bereich wird schon ein bisschen gehen. Dass wir hier einige heftige Kämpfe vor uns haben. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann durch Dumas Tempel marschieren. Bis dann, sage ich mal, ciao.